Moin Leute, ich begrüße euch zum zweiten Teil Kämpfe in Dragon Ball, die es leider nie gab. Der erste Teil, der kam ja richtig gut an, damit hätte ich echt überhaupt gar nicht gerechnet. Danke auch wieder an die Leute, die Vorschläge in die Kommentare gemacht haben. Wie im ersten Teil erwähnt, sollen es ja immer 3 Kämpfe pro Teil sein, in diesem Teil wird es aber 4 Kämpfe sein. Weil es gibt einen Kampf, über den habe ich halt wirklich schon sehr oft geredet, aber der wurde 2-3 Mal in den ersten Teil vorgeschlagen, da dachte ich, ich nehme den doch hier mit rein als kleinen Bonus. Hierbei geht es natürlich um den verschwendetsten Charakter meiner Meinung nach in ganz Dragon Ball, und zwar King Cold. Der erste Teil hat ja über 100 Likes geknackt, besser gesagt über 140 Likes. Schaffen wir es bei diesem Teil auch? Das wäre sehr nett von euch. Es wäre auch sehr nett, wenn ihr einen Kommentar schreiben würdet, weil das ist halt sehr gut für den Algorithmus. Dadurch trenden die Videos halt mehr, wenn die Videos mehr Kommentare haben. Und vergesst auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das würde mich auch wie immer sehr, sehr freuen für die Leute, die das noch nicht haben. Dann zurück zu King Cold. Der ein oder andere kann es sicher verstehen, dass ich ihn hier nicht reinnehmen wollte in diesem Format, weil ich habe über ihn halt einfach schon so oft geredet. Bestimmt schon so oft, dass es den ein oder anderen sicher auf den Nerven geht, aber in diesem Format, ja, passt er halt einfach auch sehr, sehr gut rein. Wie ich ja auch schon in anderen Videos mit ihm erwähnt habe, manche sind ja der Meinung, dass er sich nicht mehr verwandeln kann. Ich bin ganz klar schon der Meinung, weil man sieht halt sehr deutlich, dass er in seiner zweiten Form ist. Und für mich ist King Cold in seiner zweiten Form auch stärker als Frieza in seiner vierten Form. Natürlich jetzt nicht 100%, aber schon stärker als sein Standardwert. Manche sind ja der Meinung, dass King Cold auch schwächer als sein Sohn Frieza ist. Ich persönlich sehe das halt ja natürlich gar nicht so, weil würde es halt so sein, dann wäre es halt sinnlos, diesen Kampf hier überhaupt mit reinzunehmen. Bei Frieza weiß man ja, er wird mit jeder Form doppelt so stark. Ich frage mich echt wirklich, wie es bei King Cold der Fall ist. Wird er vielleicht mit jeder Form 3-mal so stark, 4-mal so stark oder sogar 5-mal so stark? Und kann er auch die 5. Form wie sein Sohn Cooler, oder wurden die alle mit der 4. Form geboren und Cooler hat die halt erst selbst erlernt, oder wurde er halt damit geboren? Weil wenn er damit geboren wurde, dann müsste King Cold die ja natürlich auch können. Genug Erklärung, aber jetzt kommen wir zum Kampf, worum es ja hier ja auch natürlich geht. Wie müsste man das hier aber machen? Auf jeden Fall für mich persönlich ganz klar, King Cold müsste verwandelt auf die Erde kommen, weil ich glaube einfach nicht, dass Trunks ihm die Gelegenheit dazu geben würde. Daher gehe ich hier ganz klar danach, dass King Cold in seiner 4. Form auf die Erde kommt. Für mich persönlich würde die 3. Form nicht ausreichen. Es sei denn natürlich, wie gesagt, er würde mit jeder Form mehr als doppelt so stark werden, weil dann würde es wiederum natürlich anders aussehen. Ich hatte auch überlegt, jetzt hier ein paar Kampfkräfte mit reinzunehmen, aber das lasse ich mal. Schaut dazu einfach mein Kampfkraft-Video zu Dragon Ball Z. Ich gehe hier bei dem Kampf danach, dass der Kampf gegen Frieza ganz normal gleich ablaufen würde, dass er besiegt wird und dann King Cold einschreitet. Die beide würden sich einen wirklich harten Kampf liefern. Natürlich wäre für mich King Cold hier ganz klar überlegen und dann würde sich Son Goku zur Erde teleportieren. Was er ja auch machen wollte, aber er hat Trunks seine Energie gespürt und sich denn nicht hin teleportiert. In Trunks seiner Zeit hat er sich natürlich zur Erde teleportiert. Es wäre so ein absolut nicer Kampf. Son Goku als Super Saiyajin, Trunks als Super Saiyajin gegen King Cold in seiner 4. Form und vielleicht sogar noch 100% oder sogar in seiner 5. Form. Die 5. Form streiche ich hier aber mal lieber weg, weil gegen die hätten sie meiner Meinung nach gar keine Chance. Eigentlich wäre sogar meiner Meinung nach die 100% sogar zu viel, aber ich gehe einfach mal danach, dass er die 100% einsetzen würde. Was zum Beispiel nice wäre, wenn er die 5. Form erwähnen würde und sich in diese verwandeln wollen würde, dass Son Goku und Trunks die ganze Zeit versuchen würden, das zu verhindern. Dass man zum Beispiel danach geht, dass King Cold ein bisschen Konzentration braucht, um sich in diese Form verwandeln zu können, aber dass Son Goku und Trunks ihn die ganze Zeit daran hindern. Man könnte ja zum Beispiel auch eine Genki-Dama mit hier einbringen, aber ganz ehrlich, die Genki-Dama von der Erde ohne die menschliche Energie, die hat ja noch nicht mal Vegeta töten können. Man muss hier aber natürlich nicht immer komplett nach Logik gehen. Man könnte es ja zum Beispiel so machen, Trunks lenkt ihn ab, Son Goku sammelt die Energie für die Genki-Dama und nimmt die Energie auf, wie im Super 13 Movie. Oder dass die beide halt komplett unterlegen sind und dann Son Goku mit der Genki-Dama absorbiert, dass er ungefähr auf dem gleichen Level ist wie King Cold und die beide sich dann einen richtig harten Kampf liefern würden. Was ich schon sehr oft bei dem King Cold-Thema gesagt habe, es kotzt mich einfach so an, dass man so einen Charakter verschwendet hat. Einfach nur aus dem Grunde, um Trunks seine Kraft zu zeigen. Hallo, der kann den Super Saiyajin. Natürlich ist er stark. Ich habe versucht, mich hier zurückzuhalten, aber immer, wenn ich über dieses Thema rede, ey, dann kommt die Aggression wieder in mir hoch, weil er einfach so verschwendet wurde. Man hätte da so einen geilen Kampf machen können. Und was wird? Es wird kein geiler Kampf gemacht. Er wird einfach verschwendet. Meine Güte, da kommt echt jedes Mal wieder die Wut in mir hoch. Aber gut, lassen wir das Thema mal und kommen zum zweiten
Kampf. Nach Dennis Wunsch waren hier alle auf der Erde. Dort haben Vegeta und Son Gohan gegeneinander gekämpft, weil Vegeta ein paar blöde Sprüche gebracht hat. Diesen Kampf hatte ja Son Gohan am Ende verloren gehabt, obwohl er ja eigentlich wütend war. Da hätte ja Vegeta, finde ich, eigentlich sogar fertig machen müssen, weil Son Gohan konnte Frieza in seiner vierten Form gut, naja, konnte ihn halt treffen. Und Vegeta konnte es natürlich nicht. Aber gut, gegen Vegeta war Son Gohan auch nicht so extrem sauer. Nachdem Son Gohan verloren hat, schritt ja Piccolo ein und sagte zu Vegeta, wenn du nicht aufhörst, kriegst du es mit mir zu tun. Und dann hat Vegeta einfach Ruhe gegeben. Und da denke ich wieder, warum wurde leider so ein Kampf nie gezeigt? Vegeta gegen Piccolo. Zu so einem Kampf könnte man theoretisch sogar ein ganzes Was-wäre-wenn-Video machen, weil es gibt da wirklich einige Möglichkeiten, wie das ablaufen könnte. Als erstes natürlich ganz klar, Vegeta würde hier keine Ruhe geben und er würde den Kampf mit Piccolo beginnen. Aber Piccolo hätte hier mit Vegeta schon große Schwierigkeiten, weil Piccolo kam ja nicht mehr gegen Freezas dritte Form an und Vegeta mit seiner vollen Kraft ist natürlich stärker als Freeza in seiner dritten Form. Vielleicht würde Piccolo Vegeta ein paar Mal treffen, aber Vegeta würden seine Schläge nicht so großartig jucken. Für Vegeta wiederum, er könnte Piccolo hier richtig, richtig fertig machen, aber Piccolo ist ja halt auch keiner, der so leicht aufgibt. Es könnte vielleicht dazu kommen, dass Vegeta Piccolo einen Arm ausreißt und was dann passiert, das kann man sich denken, und zwar Son Gohans Wut würde wieder hochkommen. Hier wäre seine Wut natürlich wieder höher und hätte dementsprechend auch mehr Kraft und Vegeta müsste hier einiges einstecken. Man könnte ja zum Beispiel auch danach gehen, dass Vegeta es schafft, Piccolo wirklich zu töten und dann würde Son Gohan natürlich zum Super Saiyajin werden. Aber lassen wir das mal mit dem Super Saiyajin. Vegeta müsste ja wirklich einige Schläge von Son Gohan einstecken. Oder es würde zu einem ebenbürtigen Kampf kommen, Son Gohan gegen Vegeta, und vielleicht regeneriert Piccolo denn seinen Arm und dann greift er mit ein, dann wäre Son Gohan und Piccolo gegen Vegeta. Hier ist es echt wieder schade gewesen, dass Vegeta einfach Ruhe gegeben hat, weil man hätte da echt noch einen Kampf machen können. Ich meine, es gab halt so eine unnötigen Folgen mit Bulma, wo die Soldaten sie gezwungen haben, im Meer nach den Dragon Ball zu suchen, also die waren halt auf Namek mit die langweiligsten Folgen, oder besser gesagt, das waren die langweiligsten Folgen. Da hätte man die Folgen lieber nutzen können, um so einen Kampf machen zu können. Vegeta, wieso hast du da nur Ruhe gegeben? Oder vielleicht hast du da Ruhe gegeben, damit ich diesen Kampf in diesem Format erwähnen kann. Also, danke Vegeta. Dann kommen wir auch zum dritten Kampf. Ein Kampf, der sicher stattgefunden hat, aber wir als Zuschauer haben den niemals gesehen. Und zwar ein Kampf, den es sicher in der Vergangenheit gab. Und zwar Frieza gegen Cooler. Hier ist natürlich klar, Frieza hat keine Chance gegen Cooler. Selbst ohne seine fünfte Form ist für mich Cooler halt ganz klar der stärkere von beiden. Aber trotzdem, diesen Kampf hätte man sicher gerne gesehen. Also ich hätte es auf jeden Fall. Frieza in seiner vierten Form 100% gegen Cooler in seiner vierten Form 100%. Auf Namek hatte Frieza ja Angst vor der Planetenexplosion. Darum hat er seine Kugel ja auch abgeschwächt gehabt. Obwohl er eine Planetenexplosion überlebt hat, obwohl er zerschnitten war und noch ein Kamehameha von Son Goku reingedrückt gekriegt hat. Vielleicht hat Frieza ein bisschen Angst vor einer Planetenexplosion, weil er gegen Cooler verloren hat. Dann hat Cooler den Planetenkern beschädigt und Frieza hat eine ganze Planetenexplosion abgekriegt bei deren Kampf. Ich hätte so einen Kampf wirklich gerne gesehen. Vielleicht haben sie bei ihrem Kampf auch einen Planeten nach dem anderen einfach zerstört. Auch hier ist es wie immer sehr, sehr schade, dass man so einen Kampf leider nie gesehen hat. Beim Cooler-Movie, warum haben die da nicht die ein oder andere Rückblende gemacht? Das ist halt einfach so schade und verschwendetes Potenzial gewesen. Die Movies waren doch so auch schon überhaupt gar nicht so extrem lang. Ich glaube, die gingen im Durchschnitt so 45 Minuten und 5 Minuten hätte man doch locker noch dran machen können. Oder 15 Minuten halt noch dran, so dass das Movie eine Stunde geht, ohne Abspann natürlich mitgerechnet. Ich glaube einfach nicht, dass wir so einen Kampf jemals kriegen werden und wenn, dann hätte es halt einfach nicht mehr so den alten Artstyle, sondern halt diesen neuen, den ich persönlich nicht so sehr feiere. Und würde so ein Kampf heutzutage gemacht werden, dann wäre ja komplett unlogisch, was heißt, es würde keine Kraftverhältnisse geben, so wie es bei Dragon Ball Super und Dragon Ball Super Heroes der Fall ist. Da gibt es halt auch einfach überhaupt gar keine Kraftverhältnisse. Da geht es halt einfach nur noch darum, Kämpfe abzuliefern. Ob sie logisch sind, naja, das ist da irgendwie komplett Wayne leider. Aber gut, lassen wir das Thema mal beiseite und kommen zum letzten Kampf. Wie ihr ja wisst, wollte Akira ja ursprünglich Majin Piccolo bringen, aber für die Fans hat er einen Majin Vegeta eingeführt. Aber wenn es Majin Piccolo gegeben hätte, dann wäre es schon echt geil gewesen, Majin Piccolo gegen Son Goku oder Vegeta oder gegen Son Gohan. Und es wäre wahrscheinlich, dass Babidi Piccolo viel mehr unter Kontrolle hätte. Piccolo ist natürlich auch stolz, aber Vegeta ist die Verkörperung des
des Stolzes. Ein Rematch zwischen Son Goku und Piccolo, das wäre nice. Oder Vegeta gegen Piccolo. Das wäre der erste Kampf zwischen den beiden mal. Oder eben Son Gohan gegen Piccolo, wo er die alten Erinnerungen hochholt, wo Piccolo ihn trainiert hat. Und selbstverständlich natürlich die Szene, wo Piccolo sich für Son Gohan geopfert hat. Und all diese Momente, die Piccolo zweifeln lassen, so sehr, dass er den Margin-Modus denn verliert oder Babidi halt nicht mal die Kontrolle so über ihn hat, wie es bei Vegeta der Fall war. Das hätten wirklich so unfassbar gute Szenen sein können. Oder halt einfach Son Goku, Vegeta und Son Gohan gegen Margin Piccolo, also ein 3 gegen 1 Kampf. Natürlich gibt es den Kaioshin auch noch, aber lassen wir ihn einfach die Aufgaben machen, die er am besten kann. Und zwar nutzlos sein. Aber hier natürlich selbstverständlich erwähnt, egal wie nutzlos er ist, Yamshu ist nutzloser. Ach, das gesagt zu haben, das erfreut meine Seele. Was bei diesem Kampf zum Beispiel auch nice wäre, dass er halt die Höllenspirale viel mehr Spam oder so würde oder könnte. Das wären auch sehr nice Szenen wieder. Was bei dem Kampf aber natürlich der Fall wäre, die Kraftverhältnisse wären hier natürlich sehr, sehr unlogisch, weil eigentlich müsste es ja halt so sein, der selbst Piccolo als Margin Piccolo hätte eigentlich gar keine Chance gegen Son Goku und Vegeta als Super Saiyajin 2. Und gegen Son Goku als Super Saiyajin 3 ja erst recht nicht. Eigentlich hätte er nicht mal eine Chance gegen Son Gohan als Super Saiyajin 2. Aber hey, auch in Dragon Ball Z gibt es manchmal Kraftverhältnisse, die nicht unbedingt perfekt sind. Natürlich ist es kein Vergleich zu Dragon Ball Super, wo es halt überhaupt gar keine gibt. Welchen Kampf würdet ihr aber davon eigentlich am meisten feiern? Son Goku gegen Margin Piccolo, Vegeta gegen Margin Piccolo oder Son Gohan gegen Margin Piccolo? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Bei mir ist es so, für mich ist es persönlich echt schwierig, weil Son Goku gegen Piccolo ein Rematch, das wäre schon sehr, sehr nice. Und natürlich Son Gohan gegen Piccolo wäre halt auch sehr, sehr nice. Man könnte so viele emotionale Momente machen. Und natürlich Vegeta gegen Piccolo, Kampf des Stolzes. Von all den 4 Kämpfen heute im Video, welcher davon würde euch eigentlich am meisten interessieren? Also bei mir ist es halt einfach ganz klar immer noch der Kampf gegen King Cold, den man einfach nicht bekommen hat. Wie im Video gesagt, über einen Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!